Das ist ja wirklich hier. Isn't this wonderful? We'll get to see so many caged animals. Caged animals? By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin Scotting is a wolf? Yes. Remember, he knows where the fox lives. All right. Oder wir gehen zum Fuchsgehege, das wäre vielleicht... Naja, egal. Gehen wir zum Wolfsgehege. Vielleicht kommen wir ja im zweiten Run dann nicht mehr rein, wenn wir dann was geschafft haben. Und schon hat er Feierabend. Lul. Ja. Der Wärter. Was seid ihr für Vögel? What did you just say to me? Give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune, watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh dear, we need to get your happiness back as soon as possible. Das sind ja Vögel. Was seid ihr denn für ein Vogel? Pirat-Papagei. Vogel-Nom-Nom-Papagei. Das klingt ja lustig. Lebensspanne 10 bis 20 Jahre. Ernährung Allesfresser. Weit verbreitet auf dem Planeten. Hintergrund: dieser Papagei lebt überall auf der Welt. Sie reden viel, aber sagen wenig. Normalerweise arbeiten sie mit menschlichen Piraten zusammen. Geborene Diebe. Gründer der Freiheitsfront. Aha, die Freiheitsfront. It says, the Nam-Nam Parrot. This kind of parrot lives across the entire world. They talk much, but say very little. They usually work together with human pirates. Natural born thieves. Founders of the Liberation Front. Mean birdie Nam-Nam. Die gute alte Piratenpartei, meinte Modi. Die gute alte Piratenpartei. Nee, das ist... Ich weiß nicht, ob die... Haben die eine... Ich glaube nicht, dass die eine Partei haben. Wenn, dann sind sie wohl in der Piratenpartei. Wenn diese Vögel in der Piratenpartei wären... Wenn die Vögel in der Partei wären, dann wohl in der Piratenpartei. Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Okay. Und der hier, was macht der Kauz? Delusius-Eule. Vogel Delusius-Eule. Lebensspanne 60 bis 100 Jahre. Ernährung, Allesfresser, Großstädte. Hintergrund: diese Eulen hängen normalerweise bei Bücherreisen, Buchhandlungen und Cafés ab. Obwohl sie sehr intelligent aussehen, ihr großer, auf sich selbst bezogener Lebensstil führt sie dazu, sinnlose Informationen zu sammeln. Sie leben von der Aufmerksamkeit. Aha. Okay. Falsche Taste klickt gerade kurz. So, wen haben wir hier? Ach, hier haben wir den Stinkfingervogel. Mittelfingervogel. Somehow I feel offended by this bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Okay. Der Mittelfingervogel. Der ist cool. Fickedelius. Den mag ich, den Vogel. Sorry, Piratenpapagei, meinte ich. Wortwitz war gut genug. Einen Fickedelius, den finde ich cool. Das, so ein Vogel will ich auch haben. Fickedelius des Scheißissus. Lebensspanne 40 bis 70 Jahre. Ernährung Allesfresser, weit verbreitet auf dem Planeten. Diese Vögel vermehren sich schnell mit unterschiedlichen Partnern und hinterlassen lebensunfähigen Nachwuchs. Ihnen ist alles egal, solange sie von Stumpfsinniger und Haltung abgelenkt werden. Und der Vogel wäre Mitglied in der Partei. Das ist aufgenommen. Da muss ich keinen Antrag stellen. Mein Spirit Animal. Sofort aufgenommen. Ehrenmitglied in der Partei. Das ist sowas von Fickedelius. Das ist. Fickedelius, this shitius. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really?
Ich muss mich gerade so anstrengen, nicht lauthals ins Mikrofon zu grölen. Dass dann nicht lauthals lache. Ich mag den Vogel. Vogelfutter klauen? Nö, natürlich nicht. Zum ersten Mal? Nein. I don't want to steal things. Even if it's good for birds. I'm a little lady, you know. It's not what a little lady does. Simple as that. Okay? Okay, Miss Fortune. Obwohl ich gerne den Fidelius Vogel füttern würde, aber das sehen wir uns für den zweiten One auf. Den Fisch haben wir auch leben lassen. Yeah, so much to see him do. Find the wolf area, so we know where to go. I think there's. Das sind die Vögel, die drei. Ich habe den Piratenvogel und den die Eule, die Klugscheißer-Eule und den. Und Victelius. Können wir uns das angucken hier? Ne, können wir nicht. Zwei sind die Birds. One is Entrance. Oh, hier gibt es Souvenirs bei drei. Können wir gleich hin. Flamingo. Polarbär. Das ist der Wolf, da müssen wir hin. Vielleicht können wir erstmal woanders noch lang. Das sind Elche. Na, ach, das ist erstmal hier. Da gibt es einen Bär. Dann ist das Restaurant und da gibt es hier 10, das ist der Goat, streich hierzu. Und die Bahn. Die Scheune, die können wir dann erstmal in Brand setzen. Ich weiß, falsches Spiel, aber... What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Oha. No. Hormones. Ah, okay. That's hormones? Your body's preparing to create life inside you. You'll get a lot of new feelings that are completely normal. Okay. And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. You'll also suffer. Sie ist 8, das ist noch, die hat noch ein bisschen Zeit. And society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. so much better. Was für Hormone, sie ist 8. Hormone, sie ist 8. Sie ist 8, sie hat noch ein Weilchen. At the bottom of the fountain. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy, because I would totally go out on a date with him. If he was good. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Das mit dem Dinge verbrennen und genießen war ein Teardown. Nee, ich dachte eher ein Pumpkin Jack, wo wir die Scheune angezündet haben im ersten Kapitel. Daran dachte ich. I could write Japanese, so I could send a cute postcard to my friend Hiro. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. Ich habe schon drei getroffen hier. Im Spielverlauf habe ich hier schon drei Geister getroffen, mindestens. Look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm yours looking. Stinkt. Es wird zu. Scheint geschlossen zu sein. Schade, können wir kein Souvenir mitnehmen. Wait, Miss Fortune. We don't know where the wolf is. Maybe we can find a map or something. To find the wolf, you say? Yes, Miss Fortune. Ah, okay. Matras. Aber es gibt hier nur einen Weg, wir können ja nicht. Wir waren doch schon. Müssen wir irgendwo abbiegen. Die Karte haben wir schon gefunden. Und wie gehen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Seltsam. Können wir eine Schnellreise machen? Also wir waren hier schon beim Souvenirshop hinten. Da müssten wir jetzt weiterkommen eigentlich. Sorry, dass ich hier huste. Die Sache stinkt irgendwie. Tja, aber wir müssen jetzt eigentlich hier weiterkommen zum... Da müsste der Flamingo vorne sein. Da ist Kratz mal wieder. There. No, try again.
Ach so. There, you see? That they will be. Great job. Let's hurry up now. Ach so, jetzt können wir da langlaufen oder was? Jetzt können wir dann, weil wir wissen, wo der Wolf ist. Deswegen können wir jetzt da weitergehen oder was? This looks like the way to the wolf. Yes, let's go then. Na, sehr gut. Da haben wir erstmal den Polarbär, den Flamingo, den Flamongo. Oh my. Looks like this area is closed to the public. Oh, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, sneak again. She will lock you in and call your mommy. Don't worry. I'm like a sweet little ninja. I could hide behind sneak those moves. Boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. All right, I'm ready. Let's do this. Stinkt unter Pegger, closed, main trends, ongoing. Okay, das ist ja geschlossen für alle Leute. Da dürfen wir nicht lang. Look, the bear in the picture is sucking a popsicle. It looks like it's strawberry flavored. Yummy. Was ist denn das für ein Zoo, wo man nur die Vögel sehen kann? Das ist ja... Wir haben nur die Vögel und den Souvenirshop gesehen. Weiter dürfen wir nicht gehen. Oh oh. Like a little ninja lady. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No. Why? Ach du Scheiße. The ninjas doing movies. I've seen like all of them. Don't tell mommy. Well... This isn't a movie, so just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. All right then. Was ist denn mit dem Hausmeister los? Ich dachte erstmal, das wären seine schwarzen Haare hinten dran. Müssen gucken, dass er weggeschaut. Und schnell weiter hier. I'm like the Shadow Ninja Master. She never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box you have to sneak in. Krähenhausmeister. Watch me when I nail this one. Geschlossen, Hausmeister sind dann passieren. Ja. Ein Krähenhausmeister. Warum fällt die mal hin? Das ist doch. I made it. Little Ninja Lady is the best. Well done. Das kann doch nicht dreimal hintereinander passieren. Arusha Freischalte Ninja Lady. Okay, den S-Bahn können wir uns nicht angucken. Schade. We're getting pretty close. Let's go. Oh hey, Mr. Crow. Hat also noch einen Nebenjob. Spiel gefälligst mit der Cube Escape Spiele. Spiel gefälligst mal die Cube Escape Spiele. Ich lass mir hier nichts befehlen. Spiel gefälligst mal. Als ob du die Forderung stellen kannst. This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes. So you know. Yes. Sollen wir das schon reinsetzen? That doesn't say anything. Mach was mal. Oh look, it fits. Kann sein, dass wir hier was aktivieren, bevor wir sollen, aber. The path to Sanarsadi is twisted by the malevolent games from the beyond. What? A path twisted to where? Don't pay any attention to these silly rocks. Wir sollten dir mehr Aufmerksamkeit spenden, diesem Stein. Die sind gratis. Spieler. Ja, erstmal spielen wir hier mit Little Miss Fortune. Erstmal spielen wir das Spiel zu Ende. Und dann machen wir noch einen zweiten Run. Ninja skills back there, Miss Fortune. But I'm pretty sure I was the best at hiding back there. No, that doesn't count. You're not a little lady like me. You're just a boy. Oh, you'll see. I'm much, much more than that. However, now ich you weiß. Go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pat it, and get Benjamin's address, like a ninja. Na, wie ein Ninja bist du ja nicht, aber gut. It's locked.
I need a key for this. Yes, you do. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da rein wollen. It says, Canis Lupus, also known as the Big Bad Wolf. His favorite snack is red-hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mm-hmm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Who knows? You're right. We should call the cops on him. No, we don't want to get involved with the police. Okay. Wir sollen die Polizei auf den Fuchs setzen. There's a note. It must say where the fox lives. We need to take it. I can't reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You'll see.